Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele Ball, bei guter Musik heute unterwegs. In einer großen Halle. Es hat hier Wetten, das Dimensionen. Das ist Euskirchen. Hier werde ich heute Abend eine kleine Nebenrolle spielen, aber weniger als Fußballexperte. Ich melde mich dann ein bisschen später mit ein paar kleinen Geschichten aus der Fußballwelt. Wir gehen ja so langsam, aber sicher auf das Länderspiel zu zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin am Samstagabend. Wird ein Heimspiel für die Türken, glaube ich. Toll hier. Ja, die Fortsetzung ist mal wieder so ein Auto-Podcast. Es regnet in Strömen, bin aber vor meiner Burg sozusagen angekommen und es ist schon 22.50 Uhr. War ein grandioser Abend mit Jürgen B. Hausmann, umjubelt, schlechte Witze über Schalke gemacht. Nein, er hat gute Witze über Schalke gemacht. Die Leute hatten viel Spaß. So ein ganz klein wenig wird da auch immer über Fußball gelästert. Ja, dann jetzt am Wochenende Deutschland-Türkei. Ich habe es gerade schon mal ansatzweise gesagt. Das wird ein Heimspiel für die Türkei. Dann habe ich gerade so irgendwo aufgeschnappt. Gerüchte. MAP. Warum nicht FC Bayern? Weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich habe es nicht zu Ende gelesen. Vielleicht verfolgt ihr das irgendwie mal im Internet, was das wieder für ein heißer Brei ist, der da angerührt wird von irgendwelchen Boulevard- oder Wechselreportern. Das ist ja ein spezieller Job geworden bei uns, dass es ein paar Leute gibt, die sich nur um Transfergerüchte kümmern. Oh Gott, ich möchte das nicht machen. Ich würde da gnadenlos scheitern. Ja, dann hat der VfL Osnabrück Schweinsteiger, also den Bruder von Basti, entlassen. Große Proteste seitens der Fans. Ich finde zu Recht, also das ist ein Kader, der eben halt nicht unbedingt zweitligatauglich ist, sondern wird der Trainer dafür wieder verantwortlich gemacht und nur er. Und ich glaube, man hätte, die haben 3-2 verloren mit viel Pech in Braunschweig. Also das ist wieder so eine Reaktion. Die Fans protestieren. Ob das was bringt, ich glaube nicht. Aber so ist dieses Fußballgeschäft. Ziemlich bescheuert und auch, wenn wir ehrlich sind, immer wieder unmenschlich. Ja, weil der hätte es verdient gehabt, der hat die hochgebracht in die zweite Liga, der hätte es auch verdient gehabt, noch ein bisschen mit der Mannschaft zu arbeiten. Aber gut, dann sagt der eine oder andere, ja, dann ist es eh zu spät und der Abstieg ist nicht, ach, kommt. Was soll's, ich will mich nicht aufregen. Irgendein ganz schlauer, großer Bundesliga-Trainer hat mir mal gesagt im persönlichen Gespräch, wenn du nicht wenigstens irgendwo einmal rausgeflogen bist, bist du kein gestandener Trainer. Also Tobi Schweinsteiger ist ab sofort ein gestandener Trainer. So, über Terzic wird gerade viel diskutiert, links und rechts des Weges. Ich finde auch das nicht in Ordnung. Auch er hat nicht den großen idealen Kader, um mit Borussia Dortmund wirklich den FC Bayern anzugreifen. Der Mann ist einfach wahrscheinlich zu lieb und zu nett für den Job und bin gespannt, wie es werden wird, wenn es weiterhin Negativerlebnisse geben wird mit Borussia Dortmund. Freunde, ich verabschiede mich aus dem Auto, auch im Sinne von Martin, weil der das jetzt sehr spät geschickt bekommt. Morgen werde ich das irgendwie anders organisieren, dass ich den Podcast früher absetze und mal gucken, was da mit Mbappé ist und so weiter, ob da an den Gerüchten was dran ist. So, aus dem Dunkeln der Nacht verabschiede ich mich. Herz, Seele, Ball, euer Podcast mit den Reiseerlebnissen. Morgen nochmal Euskirchen. Tschüss, bis dahin. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.